Schönen guten Morgen, Mahlzeit, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu Blood Bowl 3 mit den Mortime Maniacs gegen den Rest der Northgard Division. Heute haben wir ein Spiel der etwas orkischen Variante. Zuerst nochmal kurz einen Blick auf unsere Nekros, wie sie leiben und leben. Wir haben mittlerweile zwei Werwölfe, wovon einer schon Bloodshot, was ziemlich nice ist. Da muss aber Cyber Jessica Parker jetzt ein bisschen nachlegen. Einer unserer Ghule macht mal Pause diese Runde. Und Ghoul Vern hat 4 SPP. Die beiden Flash Golems Frankenstein und Samson Kreuznaht Sargnagel ebenfalls. Wir haben einen Kicker, wir haben einen Fender. Und stehen so mit dem Teamit von 1.105.000 da. Unser Gegner sind heute die grünen Biester, die sich hier finden. Da sind sie ja. Und wie ihr seht, er hat einen Blitzer mit Tackle. Der ist ein böses Ziel. Also der muss definitiv sterben, weil sonst geht's meinem Wolf an den Kragen. Ich sehe es schon kommen. Und ansonsten hat er halt zwei Blitzer mit Guard. Er hat einen Bob mit Guard, einen Troll mit Guard. Ganz viel Block, ein bisschen Mighty Blow eingestreut. Hier ein Bob mit Mighty Blow, da ein Blitzer mit Mighty Blow. Ja, also es sind halt Orks, ne? Nur 11 Stück. Daraus könnten wir einen Vorteil schlagen, wenn wir es schaffen, mit Claw da eine Dose zu öffnen, weil Rüstungswert von 10 plus, da macht Claw richtig Spaß. Aber da gucken wir mal. Ich habe mich mit meinem Gegner schon zusammen geschrieben, mit dem Bosimius. Und gehe jetzt ins Discord und gucke mal, vielleicht ist er ja bald da oder ist jetzt schon da. Schauen wir doch mal. Er ist noch nicht drin, aber ich gehe schon mal rein. Das gute Dutzend. So. Da wären wir. Und ich mache einen kleinen Cut. Und wir hören uns gleich wieder. So, da wären wir wieder. Unser lieber Gegner Natalius hat leider keine Möglichkeit ins Discord zu kommen. Deswegen gibt's wieder eine reine Entertainment-Aktion von mir. Demnach gehen wir jetzt gleich ins Spiel, machen uns bereit und spielen gegen LOC die grünen Biester. Da passt alles, da passt auch alles. All is pleasure. Gucken wir mal, wir sind auf einem Schiff zu Hause. Nein, doch nicht. Ah, das ist das und das. Ah, okay, verstehe. Also an der Küste wird gespielt. Kann auf jeden Fall dann die Farben ändern. Weil die grünen Biester sind grün und nicht rot. Die Farben stehen noch auf Mirror-Match vom Kicker-Pokal. Wir gucken jetzt erstmal, was wir an Geld ausgeben können, weil wir haben ein bisschen was in der Kasse. Ich glaube 200.000. Da ist die Frage, ist es ein Wizard oder wird es ein Star-Player? Mortime Maniacs gegen die grünen Biester, World Fan Factor 8. Uiuiuiui. Ordentlich. Ordentlich. Er hat 360.000 Ocken. Schau dir erstmal mein Team an. Ein Igor wäre eine Idee, also ein Wiederholungswurf auf ein sag schon, auf ein Regenerationswurf. Müssen wir mal gucken. Bombe für 50.000 ist einfach krass. So, wir haben 275.000. Nehmen wir uns hier noch was mit.
Kettensäge, nee. Der hat Blocken. Es geht nur gegen Zwerge, Disturbing Presence, Juggernaut, Strip Ball und Tackle. Gretchen wäre halt noch ein Geist ohne Hände. Ich brauche aber eigentlich einen Spieler, der mit dem ich denke, ich hole mir einen Ghoul. It will increase your team value. Ja, und du kriegst noch Blocken dazu. Kostet 155.000. Oder nehmen wir nur einen Ghoul so mit? Nee, nehmen wir nicht. So. Und dann haben wir noch einen Wizard. Und Cheerleader. Ich glaube, er hat keine Cheerleader. So. Dann füllen wir den Slot mit dem Ghoul noch auf. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Und die Mortine Maniacs gewinnen. Dann versuchen wir mal ein bisschen was rauszuknallen hier. So, wir müssen die Farben ändern. Naja, wunderbar. Und wir brauchen die Skills. Sehr gut. Wenn euch das Altgetabbe nervt, ich schreibe halt nebenbei mit Natalia, sie hat schon gerade schon geschrieben. Wow, 275.000 Ocken, ist das schon mal eine Ansage? Wie gesagt, ich habe einen Wizard, damit kann man auf jeden Fall was rausnehmen. Man könnte den Ballträger rausnehmen. Wird wahrscheinlich für die Offense dann aufgehoben. Muss halt gucken, wie ich hier irgendwie was rausbekomme. So, warte mal, was haben wir denn da wegen im Angebot? Das ist halt nur ein gleichstarker. Wenn ich das so mache. Komme ich damit hin? Der zweite Ghoul, der zweite Wolf. Dann machen wir das aber so. Und ich setze mal noch wegen dem Blitz noch eins nach hinten. Und 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Spieler. Den Kicker können wir eigentlich draußen lassen, den brauchen wir nur später. Und der steht dann da. Und dann gucken wir mal, was wir anstellen. Alles klar, los geht's. Mögen die besseren Nekros gewinnen. Alles klar, der Schiri hat keinen Bock. So, wir wollen... Will ich auf Tuchfühlung wirklich mit denen gehen? Das ist die Frage. Mhm. Dann können wir hier dann versuchen, ein bisschen was zu basteln. Du kannst hier rangehen, um den zu nerven.
Und dann gehen wir hier in den Blitz rein. Da steht jetzt der Tackler, das ist natürlich ungünstig. Dann gehst du hier noch mit hin. Du versuchst in den Ball aufzuheben und ich versuche noch zu hauen. Das funktioniert wunderbar. Sehr schön, gleich gestunt, so muss das sein. Und dann heb du mal die Piff auf. Hatte. Jetzt könnten wir hier noch den One-Dive probieren. Das ist okay. Und bleiben stehen. Und sind fertig. Ich will keinen Blitz wirken. Also die Taktik ist klar. Wir müssen versuchen. Also entweder muss der hier weg oder der hier muss weg. Das sind so unsere Ziele fürs Spiel heute. Aber ansonsten gucken wir mal. Jetzt ist erstmal er dran. Ist halt schwierig. Der stellt halt seine Wand auf und wartet. Da muss man immer ein bisschen gucken, was man tut. Da merkt man halt einfach seine Utility Skills, die er da hat, die tun dann halt schon wie. Okay, er geht jetzt hier mit Guard ran, versucht dann jetzt den Zombie zu hauen. Er ist jetzt stärker. Und dann wird er vielleicht versuchen, den Wraith zu hauen. Da warten wir einfach mal ab, was passiert. Hier bindet er mit einem Bob den Wraith. Und hat jetzt hier die Möglichkeit, außenrum Druck zu machen oder er spielt safe. Ich würde den Werfer irgendwo hier hinten positionieren. Hier vorne ist immer so eine Sache, ne? Gehe ich drauf, mit den Leuten hier was anzustellen. Er ist halt hier stärker, weil der Guard hat. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Baut jetzt auch ein Plus auf. Hat es nicht geblitzt. Jetzt stellt er sich hier noch mit dran. Okay. Da kommt der Block. Das war zu erwarten. Der Werfer zieht jetzt hier hin. Der Troll ist schon mal blöd. Und hier ein Both Down auf beiden Seiten. Will er einen Wiederholungswurf wasten? Ja, er will. Dann würde ich aber sagen, du bleibst da einfach mal so stehen. Blitz auf den Wraith. Das gelingt. Hätte ich jetzt gerne, dass du hier hingehst. Gut. Er wäre mit dem eh nicht nachgezogen. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier anstellen. Okay, du stehst auf. Gehst dahin, du stehst auf, bleibst da stehen. Ich muss halt irgendwie versuchen, was rauszuhauen. Ist das Bait? Ich weiß nicht. Nicht sicher.
Wohin gehe ich jetzt? Ich könnte, also er hat hier ein Übergewicht. Machen wir das doch mal so. Ich möchte ja eigentlich schon gerne mit meinem Werwolf was anstellen. Aber das ist alles nicht so einfach. Weil da ist er dann gleich stark. Ist eigentlich nicht so prickelnd. Geh du mal dahin. Ist eigentlich zu riskant. Dann gehst du hier hin. Du blitzt ihn. Ungünstig. Richtig ungünstig. Sind die Würfel mal wieder auf meiner Seite? Na, mit Both Down kriegt er den runter. Er kommt halt nicht an den Ballträger ran. Das ist ja schon mal was Gutes. Blöd ist, dass die jetzt exposed sind. Der hat Fendt. Fendt bringt genau nichts mehr. Und Regeneration schlägt fehl. Der hat minus Rüstung. Ich meine, okay, damit kann man leben. Rüstung 8 Zombie mit Fendt. Ist halt Kanonenfutter. Lepra Langheinrich bekam da mal ordentlich einen mit. Aber das ist okay so. So, Triple Push. Ja, er hat halt Block auf dem Werfer. Ist halt nervig. Ja, das hier einen frei stehen. Der steht frei. Ah, es blindet er halt da oben. Das ist halt richtig mies. Das ist halt eine Frenzy-Falle, weil dahinter noch der Garde steht. Jetzt blitzt er den Wolf, der noch nichts hat. Unangenehm. Na gut, da passiert zumindest schon mal nichts. Das ist schon mal von Vorteil. Okay, so, du stehst auf, du stehst auf, du stehst auf. Du stehst auf. Mit zwei Go-Fools. Nicht schön.
Das ist halt mit Dodge, das würde gehen. Eins, zwei, drei, vier. Und du gehst mal dahin. Sicherst mal da ab. Ich würde hier eigentlich gerne was versuchen zu blitzen, aber irgendwie lässt er mich nicht. So. Gehst du dahin? Und bleibst stehen. Jetzt expose ich halt meinen Wolf komplett. Ja, besser als nix. Und du gehst mal hier hin. Da kann nichts vergessen, irgendwas zu blocken, weil ich schwächer immer bin. Und fertig. Ist eine harte Nuss. Ist einfach eine harte Nuss. Du merkst halt, der hat... Ich müsste mal auf Warp Scores schauen, wie viele... Cass Plus der hat, aber der hat unfassbar viele Plus in Casualties. Das Gute ist halt, dass die alle... Oh, und der hat halt Blocken. Der hat halt Blocken auf dem scheiß Troll. Entschuldigung fürs Fluchen, aber das ist so ein... Ah! Echt, hey. Guard und Block... Ich will nicht wissen, wie der gesegnet wurde mit Wiederholungswürfen, mit MVPs. Jetzt gehen ihm aber langsam die Würfel aus. Hat keine Wiederholungswürfe mehr. Den wollte er jetzt haben. Den wollte er jetzt unbedingt umhauen. Mit dem ist er stärker. Haut den um. Und den Ghoul schiebt er nur. So, wir könnten jetzt natürlich drauf gehen und hier einen Feuerball reinknallen. Wäre eine Option, wären halt drei. Oder wir spielen es defensiv. Ich muss aber vorwärts kommen, das ist halt mein Problem. Komm, wir gehen dafür. Wir probieren das jetzt. Wir gehen dafür. Wäre langweilig, wenn wir das immer zurückhalten. Okay.
Jetzt könnte ich tatsächlich sagen, ich mache die Ballübergabe und renne los. Und stelle hier halt noch was hin. Na? Ich denke, das wäre die beste Lösung. Dann muss der Handoff jetzt sitzen. Mann! Immer diese Würfel! Immer diese Würfel! Ja, das ist halt richtiger Mist. Jetzt habe ich meinen Feuerball gewastet, keinen Nutzen draus geschlagen. Ja, ballert halt da Garten, da hast halt wenig Möglichkeiten. Da kannst du leider nicht viel machen. Aber gut. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Er hat keine Wiederholungswürfe mehr. So, du bleibst stehen. Er hat keine Wiederholungswürfe mehr. Der ist saudoof. Das ist auch schon mal schön. Das zweite Mal in dem Spiel schon. Dass er mit dem nichts machen kann. So, der ist gebunden. Also er muss auf jeden Fall mit ihm was probieren. Wird es vielleicht den Wraith blitzen? Steht halt der Garde an dem Werwolf dran, das ist auch nicht so prickelnd. Alles nicht so schön. Nix gibt's. Der bleibt da stehen. Wie ein Fels in der Brandung. Komm, den kriegt er auch nur gepusht. Sehr schön. Au. Und nun? Jetzt geht er dahin, okay. Ich habe jetzt auch keine Rerolls mehr. Ah, ist das Mist. Ist das ein mistiger Mist. Auf jeden Fall kein sehr schön anzusehendes Spiel gerade. Ein One-Die wäre hier möglich, es ist aber ziemlich riskant. Ich muss was riskieren. Das ist halt mein Problem gerade. Ich muss was riskieren. Weil sonst tanzt er mir auf der Nase rum. Wenn ich jetzt nichts ausprobiere, ist es ganz schnell vorbei. Ich könnte jetzt einen One-Die probieren. Müsste halt gucken, dass ich ihn im ersten Zug down krieg. Es ist alles nicht. Es ist alles eher so semi.
Sehr schön. Steht halt der Tackler da dran, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gehst du dahin? Ja. War klar. Da ist dann das Tackle. Und natürlich dieser eine Tackler, der halt dann hier einem die Parade versaut. Ich hoffe es halt noch nicht, dass er da irgendwie noch einen Vorteil rausziehen kann und einen Touchdown. Ich glaub's aber nicht. Es ist zu schwer. Er wird sich halt mit den Orks in der zweiten Halbzeit eiskalt vorschieben. Da ist ein Pau auf dem Das war der Lohner, ne? Ja. Den kriegt er jetzt gepusht, ne? Den kriegt er nicht. Also wenn er jetzt irgendwie riskieren sollte, noch einen auf einen Touchdown zu gehen, dann würde ich tatsächlich probieren, hier zu verteidigen. Aber au. Au. Einfach nur au. Orks sind halt so ein typisches Team. Du musst lang genug überleben, der Gegner wird schon irgendwann umfallen. Und das ist halt nicht so prickelnd. Es ist auch ziemlich langweilig, gerade zum Zuschauen, weil ich renne gegen eine Wand. Naja, wird aber wahrscheinlich einen Ball aufheben. Er muss zweimal sprinten. Alles nicht so schön. Weil das halt auch gerade hier schön zugestellt ist, ne? Da kannst du nicht viel dagegen tun. Ist nicht so prickelnd, weil er dann zwei Tackle-Zonen reinspringt. Er braucht zwei Go-For-Its oder ein Handoff. Den lasse ich liegen, aus Gründen. Das ist ja wieder so eine Frenzy-Falle, ne? Ja, er kann nicht mal dodgen. Er kann nicht mal dodgen und jetzt kommt er halt wahrscheinlich mit diesen zwei Drecks-Go-Falls durch und macht es 0-1 zum Ende der ersten Halbzeit. Ah! Es ist ärgerlich! Aber was willst du dagegen tun? Da merkst du wirklich einfach diesen... Ist das ein Klassenunterschied? Von was anderem kannst du nicht mehr reden. Das ist schlichtweg nicht mehr anders schlichtweg nicht mehr anders zu erklären. Zu viel Guard, zu viel Blocks, zu viel Mighty Blows,
Da zwei Spieler weg. Ich krieg nichts kaputt. Ich konnte auch effektiv mein Claw nur einmal einsetzen. Einmal ging's durch mit Stun, das war's aber auch. Immerhin ist das Spiel schnell vorbei. Ja. Nö, ich möchte, dass du den nicht bewegst. Nö, ich möchte das nicht. Ich möchte das ganz einfach nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, ich renne halt gegen eine Wand damit, aber was soll ich machen? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Man muss es probieren. Und da ist die 1. Und noch eine 1. Und noch eine 1. So viele Einsen auf einem Haufen. Und die Einsen hätte er jetzt gehabt. Ah! Die Einsen hätte er jetzt gehabt. Ich meine, er muss zweimal sprinten. Er muss zweimal sprinten. Das ist... Muss er erstmal hinkriegen. Au. Immerhin ist es nicht der mit Mighty Blow. Aber halt, ist schon frech. Muss nur hoffen, dass ich ihn auf den falschen Fuß erwische in der zweiten Hälfte. Und? Ja. Ach, komm schon. Die Einser, die ich rief. Und der bleibt liegen. Ah, das ist... Nicht schön, gar nicht schön. Und ich will eigentlich den Kicker hinten. Ich will eigentlich den Kicker da stehen lassen. Ja, mein schon. Die Einser, die ich rief, zum Glück hatte er keine Einser. Ja, stehst halt da, ne? Kannst nichts machen.
Das ist halt immer so die Sache. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Aber gut. Dann haben wir noch ein Spiel, und zwar gegen Skaven, glaube ich, am Ende. Ist dann der letzte Spieltag in der Saison. Ist hier schon Spieltag 6 von 7. Wir stehen mit 7 Punkten mittig im Feld. Zwei Spieler haben 3 Punkte, ganz viele 7 Punkte. Ich glaube aber, die Sauen, die Echsenmenschen hatten jetzt erst. So, wo ist der Tackler? Der Tackler steht da. Machen wir es mal so. Meine Lieblingsecke. Okay, der hat echt keinen Bock auf das Spiel. Nickling? Miss next game. Naja. Haha, doof, Mann. Da sind die Einser. Können es tatsächlich versuchen, hier auf der Seite ein bisschen zu überlagen. Wir müssen offensiv gehen. Wir müssen. Hallo? Also entweder gehen wir mit wehenden Fahnen unter. Ha, ich hab Blocken. Und du nicht. Möchte ich, dass der sich bewegen kann? Nein. Ich werde sowas von bereuen. Ha! Bereue es nicht. Oh, ich werde es bereuen. Au. Oh, okay, jetzt kann der aber bitte dahin. Nee. Och, come on. Wow, wieder ein Miss Next Game. Mir fehlen jetzt schon 1, 2, 3. 3 Spieler fehlen mir nächstes Spiel. Der hat den Ball. Unangenehm. Wahrlich unangenehm. So, du gehst dahin.
Er entschuldigt sich gerade bei mir, dass die ganzen Regenerationswürfe fehlschlagen. Kann er ja nichts dafür! Die haben jetzt halt über zwei Wochen nichts gespielt. Das merkst du halt einfach. Ist halt dann das Problem daran. Geh du mal dahin. Nicht mal das klappt. Denk besser wird's nicht. Regeneration ist wie eine Mikrowellenabdeckhaube. Es suggeriert das Gefühl von Schutz. Den schiebt er nur, das ist okay. Ja, es hat halt hier die Seite zu und da steht es halt, nee. Aber da wird gebunden, das ist auch nicht okay. Ja, auch nicht verkehrt. Ja. Machst du ganz fein das Dodgen. Ganz fein. Und Badly heute regeneriert natürlich. Da, 6, 6, 6. 5, 5. Da, 6, 5, 5, 6, 6, 6. What the heck? Krieg ich den Troll? Kommen wir halt auf dem so ein bisschen rum, ne? Dann kauen wir halt auf dem Troll rum. Schade. Hätte ja klappen können. Was dahin stellen? Einen Red dahin stellen? Könnte man das so machen? Mmh.
Wir versuchen uns halt doch irgendwie gut zu verkaufen. Aber wenn ich halt schon wieder diese Würfel hier sehe. Au. 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 Doppel 6 und Doppel 1. Sehr gut. Es würde mich nicht wundern, wenn das anfängt, irgendwie drauf rumzufaulen, ey. Ja, da kannst du nichts machen. Das ist zum Kotzen. Ich meine, das kann ich den rausnehmen. Kann ich mich hier mit dem Dings hinstellen und mit dem Wolf blitzen? Nein, kann ich nicht. Der Kerl weiß halt einfach, was er tut. Der weiß halt einfach, was er tut. Ja, und da hast du auch keine Chance, jetzt irgendwas dagegen zu reißen, hey. Komm mal auf dem rum. Ich kenn da nix. Ja, genau. Das ist, Junge, was machst du? Guard, 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 Guard. Die Guards, die er braucht, hat er perfekt stehen. Das siehst du halt keinen Strich, ne? Es ist nur ein One Die. Klar, ist eine Lüge. Immerhin funktioniert das. Ja. Viel mehr geht da nicht. Und der schiebt sich halt langsam, aber sicher vorwärts. Man, was tut vor den Sachen jetzt? Ja. An und für sich. Es sind ja nur Miss Next Games und ein Minus Rüstung auf dem Zombie, also. Au. Was willst du tun? Ah, jetzt kommt er mit dem Tackler gegen den Ghoul und das kann wehtun. Ich meine, okay, der ist noch recht frisch, ein Ghoul wären. Wird aber trotzdem schmerzhaft. Ja, da kommt's. Na, ah, der braucht gar keinen Tackle. Glück gehabt. Ui. Da ist halt wieder die Frenzy-Falle. Ach ja. Oh, wie schön ist Panama. Eigentlich möchte ich. Ich muss ihn da hinten ein bisschen irgendwie aufhalten. Irgendwie so.
Hier steht kein, doch, da steht, natürlich steht da der Deckler dran. Eigentlich muss ich mit dem aufstehen, das ist doch kacke. Nee. Nee, einfach nur nee. Das ist mir, ich brauche vielleicht die Würfel noch. Orks sind halt einfach Top-Tier, du kannst nichts machen. Und weh, du tust ihm weh. Gott sei Dank. Ja, was willst du machen? Der läuft jetzt halt ganz entspannt durch. Oh, guck, ich hab den Ball und lauf ganz langsam nach vorne. Lalalalalala. Nix da. Ja. Blocken. Nein. Einfach nur nein. Ja, was mache ich da? Es wäre einfach schlau, liegen zu bleiben. Aber bin ich schlau? Nö. Niemals! Das ist nicht das Nette. Wo ist denn der Tackler? Wo ist der Tackler? Da. Und natürlich steht ein Garda neben dran. Ah, Ritzelgrimpf. Ist das ärgerlich? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann kann ich da einen ranstellen. Drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach, nicht mal das Ganze. Ich gebe nicht kampflos auf, auch wenn ich viel zu wenig Spiel auf dem Feld habe. Jetzt kommen sie mit dem Troll ums Eck. Der braucht doch keine 12 Spiele. Bei dem geht ja nie was kaputt. Das pusht dann halt raus. Hahaha. Nix gibt's. Nix gibt's. Ja, es geht auf den Wolf.
Es war irgendwie abzusehen. Oh, das kann so wehtun. Okay. Schade eigentlich. Da ist ein Gott. Wird auch Gott. Der wird mir allein schlecht beim Zusehen. Also die Chance gebe ich dir nicht. Du bist da geblitzt. Das ist es sicher wie das Amen in der Kirche. Der hat Gott. Okay, du kannst aufstehen. Du kannst aufstehen. Hast du Guard? Nein. Dann schiebe ich dich nämlich zurück. Das probieren wir jetzt einfach. Ja. Wäre zu schön gewesen. Aber jetzt kann er halt immer noch ein Handoff machen und mit zwei Kofuhrs arbeiten. Er hat gerade gemeint, er hat die Zeit verpasst. Also er hat gedacht, er hat noch einen Turn Zeit, aber ein Touchdown ist ja immer noch möglich. Wie gesagt, hätte ich ihn zurückgepusht, wäre es ohne Probleme. Aber jetzt macht er halt da den hier. Na, also es. Und deshalb macht er seine zwei Kofuhrs und das war's, Feierabend. Ach ja, zumindest war es ein sehr schnelles Stelldichein. Und in einer Stunde gespielt, das ist halt schon. Da merkst du einfach, da ist nicht viel zu holen gewesen. Ich finde, Orks sind einfach ein Top-Tier-Team. Kannst du noch so gut spielen, aber er hat's gut gemacht. Er hat seine Guards immer perfekt gestellt, Frenzy-Fallen gebaut. Ich konnte nur mit One-Dice Würfeln arbeiten. Also Props an Natalius oder Bosimius, wie er hier heißt. Ja, könntest doch theoretisch einen Wiederholungswurf versuchen, um mich rauszuprügeln. Und jetzt macht er also seine zwei Go-Forts. Kannst nichts machen. Kannst nichts dagegen tun. Keine Chance. Mortal Maniacs zerschellen an der grünen Wand. Was anderes kannst du da nicht sagen. Es ist schon armselig. K.O.-Würfe für den Arsch. Ei. Ich will den schräg blocken. 3, 4, 5, 6. Genau. Aber der steht auch da am Weg. Nee. Ja, komm.
Machen jetzt einfach mal. Cheering Fans on the Spoonity. So. Now we're both down. Und dann probieren wir das noch aus. Machen wir noch einen Blitz draus. In der Hoffnung, noch irgendwas zu reißen. Nö. Nicht mal das kannst du. Ach, komm schon. Ja. 1. 0-2. Quick and dirty. Kann man machen, nichts muss man lassen gehen. Da war nicht viel zu holen. Schreib nur kurz mit ihm. Der Wizard verpuffte wegen aufgrund der verpatzten Übergabe. Der Rest war reines Überleben. Überleben. Aber okay. Und er bekommt den MVP. Ach, Schande. Ja, und Wiz, er sagt, der Zauberer kam vielleicht ein bisschen früh. Naja, irgendwann muss man ihn zünden. Ich mache jetzt erstmal die Abmoderation und dann schauen wir mal. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier diese ganze Misere an. Und sein Troll, sein Dreckstroll kriegt den MVP, ne? Hey, oh, wenn ich das schon wieder sehe, kriegen einen Brechreiz. Und bei mir ist es Ludwig Lebrach-Langheinrich, der wahrscheinlich eh irgendwann ausgetauscht wird. Weil er halt jetzt minus AV hat, das ist doch kacke. Da, ich hab, das ist so übel. So übel. Also der Werfer hat und also Tech Last Dance, oh man, Screenshot hier. Tech Last Dance und Boldock Zackenfuß hat den Dings bekommen. Und das ist halt. Also schaut euch das an, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20-4 SPP. Wenn du halt gegen so ein entwickeltes Team spielst, tut es einfach nur weh. Absolute Nullnummer des Game. Eine Nullnummer plus verletzte Spiele. Schaut's euch an. Zwei Zombies verpassen das Spiel. Ein Wraith verpasst das Spiel. Boah. Das ist schon hart. Das ist echt hart. Bin im Überlegen, ob ich einfach den Zombie wieder ersetze. Ja, machen wir. Den schmeiß mal raus. Das hat keinen Wert. Das ist Ludwig Lepra Langheinrich.
Name. Ludwig Lebra Langheinrich der Dritte. Na, das ist so ein Akthor. Und wie sehen die aus? Achso, die haben das hier alles, ne? Die haben quasi den Caseless Walker oder Ceaseless Walker. Das haben sie an. Aber der Rest ist... Der Helm ist der Helm. So. Okay. Damit haben wir ein Team mit von 1035. Bekamen ordentlich auf die Fresse. Hoffen, einen versöhnlichen Abschluss zu haben im letzten Spieltag. Und danke für das Mitleiden. Heute war es kein schöner Tag. Aber ich denke... Ah, ich glaube, der Klassenerhalt könnte schon sicher sein. Kommt noch auf die letzten Begegnungen an. Schauen wir noch mal ganz kurz hier so rein. Ins Ranking. Miss Napalm hat gewonnen. Die hat jetzt 6 Punkte. Sis könnte 6 Punkte kriegen. Xato hat schon 3. Also Xato müsste raus sein. Vor Xato bin ich sicher. Die Frage ist, was macht Sis? Gegen wen muss Sis spielen? Mit den Piraten? Spielt gegen die Chaos Bay. Und die Piraten sind auch übel zugerichtet, ne? Also die sind auch gut damit bedient zu überleben. Wie dem auch sei, wir schauen mal. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ich freue mich, wenn es denn irgendwann mal wieder heißt, die Mordheim Maniacs gegen den Rest der Norska Division. Bis dahin, macht's gut, ciao und Servus.